Guten Tag, guten Morgen zum jetzigen JFD Live Trading TV am heutigen Juni, 17. Juni, 10:29 Uhr. Wir wollen auf das britische Pfund achten, was hier eine ganze Reihe an Nachrichten vor sich hat, die jetzt just in weniger als einer Minute erscheinen dürften. Wir haben hier die Arbeitslosengeldbezieher, Arbeitslosenquote und das Protokoll der Geldpolitischen Notenbank-Sitzung. Das ist ein ganzes Sammelsurium, was das britische Pfund beflügeln dürfte. Und wir haben hier unlängst beim britischen Pfund schon jetzt hier im Vorfeld eine starke Bewegung zu sehen. Wir sehen hier, wie das Paar hin und her schnippt. Nach der positiven Rainbow-Struktur, die sich hier aufzeigt, hat sich hier schon ein positives Momentum angedeutet. Dennoch hier, trotz Ausbruch auf das Vortageshoch, immer nach meiner Hinsicht die Zurückhaltung hier zu empfehlen, im Sinne dessen, dass der Markt natürlich hier in jegliche Richtung ausbrechen kann. Und wir haben auch hier ein kleines Gap gesehen. Wir können das nochmal versuchen, technisch anzupassen. Es gab direkt hier ein Gap zu den News. Gehen wir kurz mal in den 1-Minuten-Chart. Und wir sehen aber hier diese positive Stimmung, die hier gleich aufkam. Also hier kleines Gap, direkter Ausbruch nach oben. Das positive Momentum im Rainbow hat sich bestätigt. Also das Signal, welches ich zum Beispiel hier erhalten habe, mit Ausbruch auf ein neues Tageshoch, beziehungsweise hier diese weiße Kerze. Das habe ich nicht gehandelt im Vorfeld der News, aber es wäre mehr als lohnend gewesen. Hinterher ist man immer schlauer. Trotzdem halte ich mich hier bei News gern zurück und springe lieber in laufende Bewegung rein, die sich aber jetzt hier eben andeutet. Wohl bemerkt, das Pfund hat hier die Situation, dass wir schon knapp 100 Pips gelaufen sind. Im Schnitt haben wir hier 100, zwischen 110 und 115. In der letzten 14-Tage-Range kommen wir sogar auf 125 Pips. Also wir haben hier nicht mal mehr 25 Pips im Maximum zu erwarten. Und dann sind wir auch hier an der True Range angelangt. Also hier rein technisch begrenzt jetzt nach oben. Es sei denn, man hätte hier diesen Ausbruch gehandelt, auch vor den News, wie gesagt, relativ tricky und da muss man sich immer ein Stück weit auch zusammenreißen. Aber wir sehen hier die Bewegung beim britischen Pfund trendfolgend weiter rauf. Gehen wir nochmal in den H1. Das sieht hier alles sehr, sehr positiv auf. Das Momentum ist durchweg positiv aufgefächert. Selbst hier im H4 gab es einen positiven Rainbow Spin, der sich jetzt hier nach oben entfaltet hat. Und das ist natürlich eine Situation. Hier im Daily sind wir auch gerade dabei, den Rainbow nach oben aufzuspinnen. Das wird natürlich jetzt hier letztlich heute Abend auch von der Fed noch beeinflusst werden. Insofern hier die US-Dollar-Aktivitäten sozusagen selektiert werden. Wir wollen noch mal sehen, ob es da einen Zinsentscheid gibt. Da auch diese Spekulation herrscht ja vor. Ich rechne eigentlich nicht damit, aber die ein oder andere verklausulisierte Aussage vielleicht diesmal ein Stück weit klarer, um den Markt dann hier auch auf den richtigen Weg zu führen. Wir wollen noch mal sehen, was da aus dem Vereinigten Königreich kommt. Letztlich hier starkes Momentum beim britischen Pfund. Wie gesagt, aufgrund der positiven Kerze haben wir jetzt hier weitere Zugewinne durchaus vor uns. Wir sind vom Hoch jetzt hier 19 Pips weg, plus die knapp 20, die wir doch zu erwarten haben, ergibt dann hier so roundabout mal 40 Pips, die es jetzt noch gibt. Also Rücksetzer zum Beispiel idealerweise, wenn das britische Pfund jetzt hier tatsächlich ein Pullback starten sollte, an das Vortageshoch, an das Ausbruchslevel, hätte man hier eine hervorragende Chance, in den Markt einzuspringen. Denn Arbeitslosengeldbezieher Mai minus 6.500. Erwartet wurde ein größeres Minus, also weniger Arbeitslosengeldbezieher. Ist schon mal gut, die Arbeitslosenquote wurde bei 5,5% erwartet. Es sind 5,5% geworden. Jetzt kommen wir auch noch hier, dass die Notenbank ein unverändertes Wertpapieraufkaufprogramm fortfahren wird. Der Leitzins bleibt auch so, wie es sein soll. Also hier insofern nichts Überraschendes, eher positiv im Sinne dessen, dass die Arbeitslosengeldbezieher weniger sind als erwartet. Der Durchschnittsverdienst ist sogar hier ein Stück weit gestiegen, plus 2,7%. Erwartet wurden plus 2,4, also auch hier inflationstechnisch gesehen ein leichter Anstieg. Soll man eigentlich hier gar nicht mal schlecht bewerten. Und genauso wurden die Daten auch aufgenommen. Jetzt kommt der Preis natürlich hier vom Hoch aktuell schon 27, 28 Pips zurück. Pullback-Chance im Sinne dieses positiven Rainbows durchaus gegeben und deswegen schauen wir auch hier auf das Währungspaar zu den News. Einerseits hätte man hier den Ausbruch nehmen können, da hätten wir uns allerdings ein Stück weit vorher aufschalten sollen. Wie gesagt, das ging ja alles hier relativ schnell, bereits hier in der Vorkerze. Hier haben wir die 10:15 Uhr Kerze, müssen eine Stunde drauf rechnen. Hier praktisch vor den News gab es schon den Ausbruch, als hätte hier der ein oder andere Marktteilnehmer schon den Riecher gehabt. Letztlich sind hier sicherlich einige belohnt worden, die das Risiko auf sich nahmen. Aber beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar kann man hier auch immer wieder Ausschläge in beide Richtungen erwarten. Und gerade solche Gaps können dann auch größer ausfallen. Und da muss man eben mit Slippage rechnen. So gut auch
jeder Broker ist, beziehungsweise insbesondere JFD-Broker ist natürlich bei der Ausführung, bei der Transparenz. Wenn es natürlich hier zu News kommt, dann ist auch immer wieder ein Gap möglich und auch dann ist immer wieder möglich, dass man natürlich eine Slippage erfährt, die nicht vom Broker ausgeht, sondern vielmehr von der Preisstellung vom Liquiditätspool selbst. Und damit muss man natürlich bei den News immer rechnen. Das wird auch wahrscheinlich heute Abend der Fall sein, wenn die Fed Überraschendes zu verlautbaren hat. Warten wir es einfach mal ab. Schauen wir abschließend noch auf den Tageschart zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Wir haben hier den Tageschart, Kerzen im Tageschart-Intervall. Unlängst diesen Aufwärtstrend seit April gebrochen. Schön Pullback hier in diese Zone um 1,52 gestartet. Seither laufen wir nach oben. Neues Mehrwochenhoch haben wir schon gesehen. Nächstes Ziel auf Tagesbasis jetzt hier das Hoch vom 14. Mai bei 1,5814. Das wäre das kurzfristige Ziel, gestützt durch die positiven News. Wenn heute Abend kein Störfeuer seitens der Fed kommt, sollte das mit Blick auf die nächsten Tage, Schrägstrich vielleicht sogar schon heute. Denn wir erinnern uns, es gab auch schon Bewegungen von 300, 400 Pips zur Fed, beziehungsweise eben bei Notenbankentscheidungen. Sollte auf jeden Fall hier das nächste Ziel sein, 1,5814, bevor es dann hier sogar Richtung 1,60 gehen könnte. Rücksetzer, Intraday an das Vortageshoch, wären im Prinzip hier diese Niveaus 1,5650 oder aber im Worst Case hier an dieses Level geradezu hervorragend 1,5520, 1,5525, wenn man hier auf Tages-Swing-Trading-Basis unterwegs ist. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen zur Beschau des britischen Pfunds. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen erfolgreichen Handelstag. In Kürze schalten wir nochmal auf den DAX und schauen uns mal an, was aus der positiven Eröffnung geworden ist, nämlich relativ wenig, wie wir aktuell sehen, aber dazu später mehr im nächsten Clip. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer.